In diesem Video nähen wir diese praktische Shopper-Tasche. Die hat optional so einen Knoten oben im Träger und da passt alles rein, was man im Alltag braucht, sogar ein großer Computer. Die Tasche wird mit einem Reißverschluss vernäht und damit kannst du wirklich alles sicher verstauen. Das brauchst du, um dir diesen Shopper-Bag zu nähen. Als erstes brauchst du einen schönen Außenstoff, der dir gefällt, dann einen Futterstoff. Ein Reißverschluss. Ich persönlich finde Metallreißverschlüsse für dieses Projekt schöner. Du kannst aber auch einen Nylon-Reißverschluss nehmen. Den kannst du zumindest easy kürzen. Ich zeige dir aber auch gleich, wie du den Metallreißverschluss kürzen kannst. Dann brauchst du eine Universal-Nähnadel. Wechsel die Nadel am besten vorher nochmal aus. Neue Nadeln sind immer besser. Ein passendes Garn zu deinem Stoff. Und optional kannst du einige Schnittteile noch mit ein bisschen Vlies verstärken. Ich mache das in diesem Fall jetzt aber nur für den Träger, weil ich finde, dass der Knoten dann einfach besser und schöner steht. Wusstest du, dass du auch einen Metallreißverschluss kürzen kannst? Dafür einfach erstmal die Länge markieren, die du haben möchtest und dann diese zwei Endstücke rausziehen. Das ist eigentlich schon der schwierigste Part. Ich habe dafür so Schmuckwerkzeug benutzt, das hat ganz gut geklappt. Jetzt kannst du den Reißverschluss kürzen und zwar 1 bis 2 cm nach deiner Markierung. Da muss ja noch genug Platz sein für die Nahtzugabe. Und dann ziehe ich einzeln diese kleinen Reißverschlusszähne, nennt man das glaube ich, links und rechts immer die gleiche Anzahl und stecke die Enden wieder drauf. Und so hast du immer einen passenden Reißverschluss zu Hause und kannst ihn für allerlei Taschen mit komischen Maßen nutzen. Und dann können wir auch mit dem Zuschnitt beginnen. Für diese Tasche nutze ich einen Canvas-Stoff, der hat nämlich ein bisschen mehr Stand als Leinen und das sieht ganz schön aus für die Tasche. Wenn du den Schnitt zuschneidest, dann denk unbedingt wieder daran, die kleinen Knipse zu übernehmen. Die sind nämlich für den Schnitt super wichtig, um den Reißverschluss richtig zu positionieren. Optional kannst du einige Schnittteile noch mit ein bisschen Bügelvlies verstärken. Die Dicke des Bügelvlies ist auch komplett Geschmackssache, weil das kommt nämlich darauf an, wie viel Stand oder Festigkeit deine Tasche haben soll. Ich habe jetzt nur den Träger ein bisschen verstärkt, damit der Knoten schön bleibt und sich nicht so einknautscht, wenn man ihn dann trägt, weil da ist ja viel Belastung drauf und deshalb finde ich, sieht das dann einfach schöner aus. Aber das ist eine Designentscheidung. Neben Canvas kannst du übrigens auch Leinenstoffe nehmen, den würde ich aber auf jeden Fall ein bisschen verstärken oder auch Kunst. Leder oder im Winter auch so einen schönen Teddystoff. Und dann können wir auch schon mit dem Nähen beginnen. Ich fange immer mit der Innentasche an, dann hat man das nämlich schon mal weg. Du siehst, ich habe die einmal ringsherum abgenäht, ich habe das mit einem Zickzackstich gemacht, kannst du aber auch mit deiner Overlock machen. Und auf dem Schnittmuster siehst du einen kleinen Knips und der markiert, wo du den oberen Rand umbügeln musst. Und diese kurze Strecke kannst du auch schon mal abnähen und dann auf rechts wenden. Und dadurch kannst du jetzt nämlich ganz easy die Nahtzugabe nach innen umbügeln. Das einmal ringsherum und den oberen langen Rand auch schon mal knappkantig absteppen. Und wenn du das gemacht hast, dann nimm dir jetzt einmal den Futterstoff und mit Hilfe des Schnittmusters platziere ich jetzt die Tasche auf der rechten Seite vom Futterstoff. Die Tasche nähe ich jetzt ganz, ganz knappkantig einmal ringsherum am Futterstoff fest. Und wenn du möchtest, kannst du das Innenfach jetzt nochmal unterteilen. Ich nehme dafür immer mein Handy, damit das danach genau da reinpasst und markiere mir dann die Breite. Und das nähe ich einmal mit einem Geradstich ab und zack, passt es perfekt rein. Und jetzt starten wir mit dem Reißverschluss. Nimm dir diese kleinen Reißverschlussenden und leg die rechts auf den Reißverschluss. Wenn du einen Nylon-Reißverschluss vernähst, dann kannst du einfach darüber nähen. Wenn du dir so einen Metallreißverschluss ausgesucht hast, wie ich hier, dann nähe nur bis zum Metall. Das sind ca. 3 bis 5 Stiche. Und dann heb dein Nähfüßchen und dann versuch nach dem Metall wieder einzustechen. Das müssen wirklich nur ein paar Stiche sein, um das zu befestigen. Das Ganze wird später eh richtig verarbeitet. Wenn du das gemacht hast, dann nimm dir jetzt den Reißverschluss und leg den rechts auf das Vorderteil. Du siehst hier zwei Knipse und die markieren genau, wo dein Reißverschluss anfangen und enden sollte. Ich nähe den Reißverschluss jetzt mit einem Geradstich fest und wenn du an dem Reißverschlussschieber angekommen bist, dann lass die Nadel stecken, heb das Nähfüßchen und schließe oder öffne den Reißverschluss vorsichtig. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du das Nähfüßchen wieder runterlassen und weiter nähen. Und so sieht das jetzt aus. Jetzt leg den Reißverschluss wieder rechts auf das Vorderteil und jetzt legen wir das Futter ebenfalls rechts auf das Vorderteil. Der Reißverschluss ist also jetzt in den beiden Lagen.
Und ich nähe jetzt genau über die erste Naht, also die Naht, die wir eben genäht haben, drüber. Es ist hier ganz wichtig, dass du wirklich genau drüber nähst oder im Zweifelsfall eher noch ein bisschen näher am Reißverschluss nähst, damit jetzt auch die nächsten Schritte schön sauber werden. So sollte das jetzt aussehen. Und jetzt bügel das einmal richtig ordentlich ab, also den Stoff weg vom Reißverschluss. Und dann kannst du die beiden Stofflagen knappkantig absteppen bzw. zusammennähen. Das verhindert, dass sich der Stoff später im Reißverschluss verfängt und sieht auch einfach schöner und ordentlicher aus. Und so sollte das jetzt aussehen. Und dann habe ich auch noch ein Negativbeispiel für dich, denn so sollte es nicht aussehen. Und jetzt wiederholen wir all diese Schritte für die andere Seite. Mein Hauptstoff liegt mit der rechten Seite nach oben und ich lege jetzt die andere Seite rechts auf den Reißverschluss. Das stecke ich mir wieder mit ein paar Klammern fest und jetzt nähe ich wieder mit einem Geradstich den Hauptstoff am Reißverschluss fest. Und wenn du das gemacht hast, dann leg auch wieder den Futterstoff rechts aufeinander bzw. auf den Reißverschluss und nähe wieder genau über deine erste Naht. Du siehst aber auch, dass die beiden Lagen hier voneinander getrennt sind, also so sollte das jetzt bei dir aussehen. Und wenn du wieder am Reißverschlussschieber angekommen bist, dann kannst du in den Stoff greifen und den wieder vorsichtig öffnen bzw. schließen und dann weiter nähen. Wenn du das gemacht hast, dann auch diese beiden Lagen wieder knappkantig absteppen. Nimm dir dafür gut Zeit, dass das wieder ordentlich und schön wird und am besten bügelst du das auch nochmal, bevor du es absteppst. So ist jetzt der Zwischenstand der Tasche, so sollte sie jetzt aussehen und die drehe ich jetzt einmal wieder auf links und jetzt werden die Seiten geschlossen. Hauptstoff und Futter liegen also jeweils wieder rechts aufeinander, das stecke ich mir mit ein paar Klammern ab und schließe die Seiten mit einem Geradstich. Ganz wichtig, lass hier unbedingt eine Wendeöffnung im Futter. Du siehst aber, dass ich die Öffnung hier oben freigelassen habe, das ist ganz, ganz wichtig, die wird nicht mitgeschlossen. Als nächstes nähen wir den Taschenboden. Das sind vier Ecken, die wir einfach rechts aufeinander legen und dann einmal mit einem Geradstich abnähen. Mach das für alle vier Ecken. Und jetzt nehme ich mir das Schnittteil für den Träger und lege den rechts aufeinander und schließe die lange Seite mit einem Geradstich. Das habe ich jetzt auch schon gewendet auf rechts und jetzt nähe ich den Träger einmal ganz knappkantig links und rechts ab. So sieht das jetzt aus und weil ich einen Knoten in meinem Träger haben möchte, habe ich den Knoten jetzt auch schon reingemacht. Jetzt kommen wir zurück zu der Öffnung, die du eben offen gelassen hast und da schiebe ich jetzt den Träger rein. Achte darauf, dass du den Träger in den Hauptstoff schiebst und nicht ins Futter. So sollte das jetzt aussehen. Der Hauptstoff sollte sich perfekt drumherum legen und dann legen wir auch den Futterstoff noch daran. Das heißt, wir haben jetzt hier mehrere Lagen. Einmal den Hauptstoff, dann den Träger, wieder den Hauptstoff und dann zwei Lagen vom Futterstoff. Das nähe ich jetzt einmal mit einem Geradstich ab. Nähe das gerne auch doppelt ab, weil die Stelle muss schon viel aushalten und muss sehr robust sein. Deshalb kannst du da auch ruhig doppelt drüber nähen und das habe ich auch nochmal mit einem Zickzack versäubert. Und die Schritte wiederhole ich jetzt für die andere Seite des Trägers. Dafür greife ich durch die Wendeöffnung in meine Tasche. Und ganz wichtig, kontrolliere hier auch, dass der Träger nicht verdreht ist. Am besten fühlst du das ab. Und dann schiebe ich den Träger diesmal von innen durch die Öffnung und nähe den wieder mit einem Geradstich und einem Zickzackstich ab. Und damit ist deine Tasche auch schon fast fertig. Jetzt kannst du sie durch die Wendeöffnung einmal auf rechts drehen. Und dann das Futter in die Tasche reinstecken. Kontrolliere jetzt einmal, ob dir alles so gefällt. Und falls ja, dann schließ die Wendeöffnung. Einfach knappkantig mit der Nähmaschine absteppen. Oder wenn du es ganz perfekt haben willst, dann mit der Hand nähen. Ich hoffe, die Tasche gefällt dir. Falls ja, dann freue ich mich wie immer, wenn du das Video likest oder sogar meinen Kanal abonnierst. Wir sehen uns sehr bald zu einem neuen Video.